Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer weiteren Wochendeko aus ihrem Planer. Dieses Mal machen wir die Kalenderwoche 13 zusammen und los geht es mit einem Bordürenstempel. Ich habe mir mit einem Bleistift schon bereits die Wochentagfelder vormarkiert, das heißt, wo die Unterteilungen für den Stempel liegen müssten, und habe den Stempel jetzt mit der Stempelhilfe auch gestempelt. Hierzu benutze ich das Chark-Stempelkissen vom Action, die Nummer 42. Ich habe dann den Stempel versetzt, da wo ich den brauche, und das Ganze wiederholt gestempelt. Natürlich auch auf der rechten Seite. Wieder versetzt, Stempel eingefärbt und abgedrückt. Für die Wochenendunterteilung habe ich halt einen Teil des Stempels benutzt und habe den eingefärbt und wieder abgedrückt. Nach dem Stempeln, wie immer wichtig, Stempel sauber machen und zurück auf die Platte, wo es hingehört, montieren. Ich habe mir weitere Stempel vom Action für die ganze Wochendeko ausgesucht. Aber bevor es weitergeht, natürlich die Hilfslinien wegradieren. Das heißt, da wo ich die Markierung gesetzt habe, habe ich das Ganze wegradiert. Ich habe mir ein Stempelset ausgesucht, wo große Kleckse mit drauf sind. Zuerst fange ich wie immer in der Mitte meiner Wochengestaltung an und färbe den größten Stempel zuerst ein und setze mir halt den Abdruck relativ mittig. Da habe ich halt festgestellt, dass der nicht vernünftig abgestempelt hat, also nochmal eingefärbt und nochmal versucht, die Mitte zu treffen. Es ist besser, aber nicht hundertprozentig. Ich habe noch einmal nachgedrückt und dann das so gelassen, wie es ist. Es muss ja auch nicht perfekt sein. Das gleiche wiederholen wir natürlich auch links und rechts jetzt von unserem Planer oder von unseren Planerseiten. Ich verwende auch nach wie vor immer noch die 42. Wir bleiben auch bei dieser einen Farbe heute, außer für die Wochentag-Stempel, die werden dann in Grau gestempelt. Natürlich wieder sauber machen. Den nächsten Stempel montieren. Diesmal ist das der Kreis. Auch diese Stempelplatte habe ich bis jetzt tatsächlich noch nie benutzt und frag mich warum. Die ist eigentlich schon recht interessant und ich weiß nicht, macht auch schon einiges her. Also für den Hintergrund ist das super geeignet. Einmal nochmal oben gestempelt und dann wieder links und rechts das Ganze wiederholt. Nach dem Stempel natürlich wieder sauber machen und den Stempel dahin setzen, wo er hingehört, auf die Platte, wo er drauf war. Für die Hauptmotive habe ich mir dieses Mal die Häschen von Action ausgewählt. Ich fand die ganz süß und die kommen auch gleich zum Einsatz. Natürlich geht es auch nicht ohne Spritzer. Ich habe hierfür eine Permutfarben Aquarellpalette rausgepickt. Die habe ich auch vom Action. Die hatte ich schon ein paar Jahre in meinem Besitz und ab und an kommt ja auch tatsächlich zum Einsatz. Ich habe hier einen ähnlichen grünen Ton verwendet und das Ganze mit Wasser aktiviert und mit einem Pinsel und einem Aquarellblock gesprenkelt. Nach dem Sprenkeln habe ich den Acrylblock jetzt mit dem Feuchttuch gereinigt und das Ganze durch beiseite getan zum Trocknen. Für die Wochentage verwenden wir wieder Etikettierpapier. Das ist ein Stück von einem A4-Bogen. Ich benutze den ja so lange, wie es geht. Und dieses Mal haben wir deutsche Wochentage.
Das ist ein Stempelset von Crealis, Deutsche Wochentage. Und wir stempeln das Ganze mit Archival Ink Hickory Smoke. Das ist mein Grauton, den ich habe. Und ja, ich kann die alle auf einmal stempeln, einfärben, abdrücken. Da war noch ein Stück, das war nicht so perfekt gestempelt, da habe ich nachgedrückt, aber nicht mehr neu eingefärbt. Danach natürlich wieder reinigen und abmontieren. Und bei den Wochentagen, da ist auch ein Stern dabei, diesen benutze ich auch gleich und stempel den halt direkt neben die Wochentage um die später beschriften zu können. Der Grünton, den wir vorher schon benutzt haben, die Nummer 42, kommt hier wieder zum Einsatz. Die ist sehr pastellig und da kann man auch super drüber schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, das passt sich der ganzen Wochendeko ganz gut an. Wir bleiben heute bei dieser einen Farbe. Die setze ich halt wirklich komplett durch. Jedes Mal den Stern repositionieren. Und einfärben, abdrücken. Wenn wir fertig sind, natürlich kannst du sauber machen und wieder zurück auf die Stempelplatte setzen. Das ist meine Folie, wo ich das immer drin aufbewahre. Das ist eine CD-Hülle. Natürlich die Wochentage mit der Schere ausschneiden. Das ist das Stempelset, was ich vorhin erwähnt habe. In diesem Stempelset sind auch noch kleine Mini-Stempel. Da sind Konturen von Sternen in drei verschiedene Varianten. Und ich habe die tatsächlich alle drei dann hier auch benutzt. Ich habe die wieder mit der Stempelhilfe gestempelt und zwar wieder mit der Nummer 42. Das Ganze habe ich mehrmals eingefärbt, damit das Ganze auch noch ein bisschen rauskommt und sich von dem Hintergrund etwas absetzt. Durch das wiederholte Stempeln oder Einfärben wird der Abdruck halt etwas dunkler und mehr sichtbar. Im Grunde, also als ich das so gestaltet habe, habe ich gedacht, das hätte man auch super auf eine Babykarte kombinieren können. Sternchen und Häschen, das geht eigentlich immer. Auch diese pastellige Farbe passt irgendwie ganz gut zu diesem Thema. Auch hier wieder mehrmals eingefärbt und wieder abgestempelt. Gott sei Dank ist mir auch nichts diesmal verschoben. Die kleinen Stempel auch wieder auf die Platte montieren. Die gehen durchaus mal verloren, wenn man die nicht vernünftig wegräumt. Dann brauche ich noch meinen Kreisstanzer und meine Stempel von Kreativ Zeitlos. Das heißt, ich stempel mir wieder die 13 in meinem Grünton, den ich vorher benutzt habe, und Woche in Hickory Smoke Archival Ink. Auch hier muss ich wiederholt einfärben. Weil der Abdruck recht hell ist und damit man den gut lesen kann, ist zweimal Stempeln halt in diesem Fall schon besser. Auch hier wieder natürlich sauber machen, abmontieren, wegräumen. Und als nächstes kommen die Häschen zum Einsatz. Diese stempel ich allerdings auf Aquarellpapier. Das ist wieder ein Reststück, den ich hier hatte. Und ich stempel auch die Häschen wieder in Hickory Smoke. Die habe ich bis jetzt noch nie benutzt. Das ist also Premiere auch für mich. Und die sind echt süß und würden sich super auch jetzt zum Thema Ostern oder zum Thema Baby total gut eignen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr gerne in meinen Planer koloriere, weil es gibt so viele Stempel, die ich noch nie verwendet habe und die ich schon lange nicht benutzt habe oder die ich schon sehr lange irgendwo gekauft habe für den Fall, dass ich die benutzen möchte. Und es ist aber nie dazu gekommen. Ich meine, Zeit ist halt relativ und man kann nicht immer alles, was man sozusagen neu kauft, auch verwenden. Also ich habe wieder meine Distress Reinker Palette ge gegriffen und hier ist das ein Wassertankpinsel vom Action. Und ich fange mit der größten Fläche an und zwar mit dem Stern. Ich finde, der hat ein bisschen was von einem Kissen oder sieht zumindest aus wie ein Kissen, so ein bisschen weicher. Der Stern hat keine harten Kanten
Und hier färbe ich das Ganze mit Grün ein, das halt zu der ganzen Wochendeko passt. Für die Wangen, die Öhrchen und die Herzchen habe ich einen Rosaton gewählt. Und wie ihr seht, geht das heute auch relativ zügig voran, weil ich da jetzt auch nicht großartig nachdenken muss. Diese Motive sind sehr leicht auszumalen. Für den Grauton ist das ein, ist das das, also für das Schattieren benutze ich Pumeston. Das ist ein warmer Grauton und das war es auch schon. Also der Hase ist weiß, also ich wollte die weiß belassen und setze halt wirklich nur so Schattierungen, wo ich denke, die gehören dahin, wo die Öhrchen halt sind. Und ja, bei mir kommt der Schatten halt in dem Fall weiter von rechts. Und dementsprechend färbe ich halt den Hasen von der rechten Seite so ein bisschen am Rand ein. Verwische das Ganze natürlich auch wieder. Und auch der zweite Hase kriegt ein bisschen Schatten und ein bisschen Tiefe. Diesmal wird da die Farbe schwarz komplett ausgelassen. Also das fand ich für die beiden unnötig. Die sind schon grau gestempelt und da wäre schwarz jetzt komplett zu krass, würde ich sagen. Und das passt halt zu der pastelligen Gesamtgestaltung. Der blaue Wassertankpinsel ist der feinere Wassertankpinsel, den benutze ich eigentlich für die feinen Sachen. Also bis auf das Herz, glaube ich, habe ich den auch so ziemlich konstant hier auch zum Kolorieren benutzt. Selbst der Stern bekommt bisschen Schatten. Auch in das Innere der Öhrchen wird ein bisschen Schatten gesetzt. Es ist immer noch Pumiston. Ich habe auch den Nuvo Aqua Shimmer Pen rausgeholt und habe dann das T-Shirt vom rechten Hasen und den Stern vom linken Hasen komplett beglittert. Man kann das vielleicht nicht so gut erkennen beim Video, aber ich habe das so ein bisschen ins Licht gehalten. Es schimmert alles super schön. Die Augen habe ich mit einem schwarzen Feinliner nachgemalt und die Augen sind in Herzform. Also das habe ich nicht verändert, das war schon vorher so. Ich setze mit dem weißen Gelstift noch Lichtreflexe ins Auge. Das macht die Augen halt lebendig und auch die Wangen bekommen noch einen kleinen Punkt. Das Ganze natürlich ausschneiden. Und ja, jetzt wird schon rumgespielt mit der Positionierung, wo sollen die Motive am Ende hin. Die Woche 13 habe ich jetzt mit dem IKEA Stanzer, Kreisstanzer ausgestanzt. Das ist immer noch 1,25 Zoll. Und den habe ich jetzt oben rechts in die Ecke geklebt. Und die kolorierten Motive, die klebe ich wieder mit dem Craft Tacky Glue auf. Links oben kommt bei mir meistens das größere Motiv und für den rechten Hasen habe ich dann mich entschieden, weiter in die Mitte zu gehen vom rechten Blatt, damit ich die Öhrchen nicht auch noch kürzen müsste, weil wenn sie über das Papier rüberschauen, hätte ich die abschneiden müssen. Jetzt natürlich die Wochentage verteilen. Die habe ich auch außerhalb der Kamera ausgeschnitten. Und da wird einfach nur die Trägerfolie abgezogen hinten und dann kann man die schon wie Sticker einfach aufkleben. Beim Freitag war der Stern etwas weiter entfernt gestempelt und dann konnte ich das halt einzeln ausschneiden. Deswegen waren es jetzt zwei Elemente. Und das war es eigentlich auch schon. Also wir haben jetzt nur noch die Wochentage einzutragen. Dafür benutze ich wie immer meinen Friction-Stift. Die Woche 13 ist vom 28. März bis zum 3. April. Und ja, da trage ich noch die einzelnen Wochentage in die Sternchen ein. Und dann sind wir auch mit dieser Wochendeko schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.